Und der nächste Safe Room ist da ganz oben wieder. Oder einmal hier ganz rum. Ja, ich mache erstmal die Tür auf und guck, was drin ist. Ja, jetzt wäre es schön, wenn du die Option von Recon hättest, von wegen Discard-Item. Ach shit, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Rot war doch erhöhen, ne? Gott sei Dank. Also. Wenn ich das jetzt spielen würde, betrunken, selber, dann würde ich da bis morgen um 10 dran sitzen. So. Kein Problem. No problem. Da ist jetzt natürlich eine Truhe drin, die nicht angezeigt wurde. Nein. Da ist die Sicherung. No! Ja, haben wir uns mal schön selbst verarscht. Müssen wir erst zurück zum Speicherraum. Finde ich aber... Ja. Finde ich Geschlechtsorgan anregend, so eine Extra-Tour, weißt du? Genau. Ja, schön mit respawnen Zombies, weil du gerade irgendwas geschafft hast. Natürlich nicht die Kollegen. Kannst du noch natürlich die ganzen fetten Bastarde angucken, die alle mal unter Strom gesetzt worden sind. Er hier ist draußen geblieben, er war schlau. Sie. Ja, er war zumindest nicht dumm. Das ist wieder die mit den Klamotten von Claire. Ja, meinetwegen. Ja, lass mich doch mal irgendwas Kryptisches. Ich lass dich auch mal eine Verschwörung aufdecken. Ja. Heißt ja nicht, dass das Claire ist. Weil ja. Der eine Zombie bei 4 hat ja auch die Klamotten von Dings an. Kann ja auch Clancy sein, die Pornodarstellung, ja. Ne? Ja, zum Beispiel. Happiness ist ein Inside-Job. Und da war es gerade. Wenn er dort ist, ist er dort. Ja, hoffentlich hast du es nicht in der gleichen Frequenz, in der gleichen Geschwindigkeit und so weiter und so fort gesprochen. Nicht, dass du jetzt auch noch ein Content-Treffer kriegst, weil du selber gesagt hast. Bald schlage ich den echten Champion. Champion. Ja, sagt er da. Der Mann, der, wenn der Film anfängt, die erste Szene, die man von ihm sieht, ein Big Boot ist. Immer. Hat man auch nicht oft, ne, dass man kein einziges einzelnes grünes Kraut mehr hat und nur noch rundrotes über hat, ne? Nee, das ist selten der Fall. So, groß. In den späteren Spielen, wo man die roten sogar am seltensten findet. Ja, wie in jedem Spiel eigentlich. Nee, das stimmt nicht, weil eigentlich müsstest du ja theoretisch wie in der Hauptkampagne die gelben am seltensten finden, aber ich hatte immer Probleme mit den roten. Ja, die gelben gibt's aber auch nur in Resident Evil 4. Ja, dann rede ich halt gerade von Resident Evil 4. So. Bei mir 60 neue Schuss für die Pumpgun, ne? Du kannst ja auch die Dings jetzt Pumpgun weglegen und nur den Granatwerfer mitnehmen. Ach, noch nicht. Oder zwei Magnums. Obwohl ich kann in den Granatwerfer, kann ich ja alle Granaten auf einmal reinladen, ne? Oder? Ja, wie das? Meine ja. Jo. Alter, 42. Ne, weil du kriegst ja für den Granatwerfer auch noch andere Munitionsarten. Achso, ja, stimmt. Kriegst du hier genauso viele wie bei Dings. Hier mit Elektro und Stickstoff und was weiß ich was. Nee, hier gibt's nur Säure und Brandgranaten. Elektro-Stickstoff. Ja, war doch, ne? Elektro-Stickstoff. Ja. Fickstoff. Fickstoff. Bölkstoffgranaten. Wenn die abgefeuert ist, dann geht der Wurstblinker an. Yeah. Ja, man schon. Man,
der vorhin schon im Cannibal Disease Bericht. Cannibal Corps. Cannibal Corps Bericht drin war. Imo Sandwich. Was? Imo Sandwich? Aber was ist da eine Szene, die wir mal geguckt hatten bei YouTube? Mit Macho Man und mit Kevin Nash, glaube ich. Mit irgendeinem so scheiß Pickup in der Straße, ne? Ja. Dass dieser Heckenpenner da dieses Video gelöscht hat, ey, scheiße, Mann. Ich finde das nirgendwo mehr wieder auf YouTube. Wenn ich das nächste Mal, wenn ich das da finde, dann lade ich mir das sofort runter und lade das auf meinen eigenen Kanal hoch. Als Remix. Ja. Ja, das war gut. Ich lasse die Alte mal leben. Ja, weil sie so schöne Klamotten anhat. Von Clarence. Aber warum heißt das hier Subway Station, wenn hier nur ein Kraftwerk ist? Keine Ahnung, weil sie mal eine hinbauen wollten, bevor das Kraftwerk entstanden ist, vielleicht. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Beim Wichsen reiße ich ihr die Schamhaare raus. Habt ihr das gehört? Dein Blasen noch? Mhm. Ja. Dann kommt der große... Weißt den Namen nicht? Aus deinem Hintern raus. Und singt von Stars. Und Stripes. Und oh yeah. Wer war das eigentlich? Warum liegt der da immer noch? Das weiß ich doch nicht. Ich habe ihn nie danach gefragt. Der lag da schon so, okay. Ja. Er lag da einfach so mal. Ja. Und sprach, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ah. Das kenne ich auch noch, wer war das denn? Fanta 4. Ah, Fanta 4, genau. Oh Gott, okay, das war jetzt schlecht, dass ich das nicht mehr wusste. So, mal wieder eine Runde speichern, ne? Ja. Und wenn Sie sagen müssten, was haben Sie heute am meisten getan? Den Kugelbaum benutzt. Shut up. Sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. Och, ich fand dieses Lied zum Kotzen, ey. Wie hieß denn noch Sven and Sebastian oder so? Sin and Sebastian, okay. Ja, ja. Und die schlimmste Stelle von dem Lied war nicht dieses Sprachgesang, sondern wenn das die... Das war die alte, wenn sie anfängt zu jodeln, ne? Und ja, genau. Oh, Alter, richtig schrecklich. Da wünschtest du dir, sie wäre aufs Boot geschickt worden. Kannst du dir genauso gut den alten Milka-Mann mit It's Cool Man anhören? Oh, das wollte ich mir schon 3000 Mal, da haben wir auch schon ein paar Mal besoffen drüber geredet, das wollte ich mir schon 3000 Mal angucken. Und ich weiß, wenn ich mir jetzt merke, dass ich es mir angucken möchte, dann habe ich es bis morgen wieder vergessen. Oder ich mache es jetzt laut auf YouTube an und alle können es mithören, aber du bist wieder Content-Trepper. Ich will den Scheiß hier nicht haben. Ja, liebe Kinder, das ist 90er-Jahre-Musik. Da reden nur die coolen Leute drüber, die da dann halt auch dabei waren. Ja, so sieht's aus. Und ich könnte es jetzt theoretisch, nur wenn ich wollte... Nein! Oh. Hat er mal schön vorbeigepuncht, wa? Ja, aber noch gar nicht mal so oft. Alter Schwede, der ist so schnell, das gibt's ja gar nicht. Gott, dann spiele ich das Spiel. Er ist quasi Usain Bolt, ne?
So, und er wird uns jetzt noch weiter beglücken, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er uns auch gleich noch beglücken, wenn wir versuchen, die scheiß U-Bahn in Gang zu bringen. Hörst du ihn, oder? Oh Gott. Oh. Was ist das wieder für ein Erdbeben? Du kriegst gleich wieder ein Loch ein. Oh je. Nein! Oh. Jetzt sind wir doch im Loch. Ja. Diesmal ohne Tod. You can make me whole again. Ja. Ring, ring. Oh Gott, das... Ah, Alter, eine Made. Eine fette Speckmade. Ja, wie gut, dass wir den dabei haben, ne? Ja, genau. Und auch nicht. Oh. Oder ist die nur Zierde da, also? Ich weiß es nicht. Was sagt die Karte? Hinter mir ist irgendwo an der Seite eine Tür. Wo ich nicht durchkomme. Weil die Speckwanne da rauskommt. Aha. Schießt du gerade in eine Wand? Toll in eine Wand geschossen. So. Das kommt natürlich nur aus, wenn ich mich direkt davor stelle, ne? Ja, ich glaube schon. Weil du da auch weiden musst. Oh, ne, schon. Da vorne weiter jetzt, wenn du runterläufst, dann auch rote Knöpfe an der Wand. Da. Neben dir. Schalter für den Fahrzug, für den Fahrstuhl Fahrzug. Der Leiter? Fahrzug. Love Parade! Fehlt Power. Ich habe doch gerade hier Emergency Power angestellt. Musst du schnell sein oder sowas vielleicht, dass du da drauf wirst und gleich drehen musst? Ah, sauber ausgewählt. Das ist noch ein Schalter vielleicht. Ja, da. So, jetzt aber. Sauber. Ja. Tschüss. Du kannst hier unten bleiben. For the rest of your days. Hör mal zu, du Nutze, wir brauchen mehr Ketten, wir brauchen mehr Hölle. There's no easy way out. There's no shortcut home. Mm. Das war jetzt ein Short. Ist eben gerade hinter dir irgendwas gespawnt? Habe ich nicht gesehen. Muss ich mal pausieren, wenn ich die Videos hier gucke. Aber ich habe jetzt alles drin. It looks like you're ready to go. Here, ne? Take this. Wenn ich alles gefunden habe, kommt der Wichser an. Ja, und macht und tut so, als wenn er jetzt hier voll was kann, ne? Ja, er gibt mir Flame. Meine erste Lehre als. Meine. Oh. Ich habe vor meiner Karriere als Agent schon Nikolai eine Ausbildung als Fahrdienst. Was heißt U-Bahn-Fahrer gemacht? I'll operate the cable car. Let's go. Ja, er will natürlich fahren. Ja, sag ich doch. Hat er auch gemacht, eine Ausbildung. Er kann das. Da ist schon wieder was. Was? Das ist schon wieder der gleiche Respawn, das gleiche Bild gewesen, was eben war draußen. Ach du hast. Du hast irgendwie. Ich schwöre, ich vorziehe das schicke ich dir, wenn ich die Videos gucke. It's looking good. Oh nein, Alter, ein Geist, Alter. Da steht mir auch noch ein Geist im Videospiel. Wir fahren.
das auch schneller. Ja, und crashen natürlich. Ja. Mikael! Nach 2 Sekunden. Mikael. Ja. Mikael ist jetzt wahrscheinlich. Mikael! Nee, noch nicht. Oh nee. Oh, und was sind die Dinger dabei? Kannst du die umwechseln, die 35 gegen die 12? Ja. Die kommen wahrscheinlich besser, ne? Oh. Energie. Nein! Aufladen! In letzter Sekunde, so ist er. Der Urvater. Mann, der dumme Carlos kann mir auch mal helfen, ey. Oh! Also das finde ich jetzt echt zu viel verlangt. Ich muss U-Bahn fahren. Oh Mann, steh doch mal auf, du alte Kackbratzen. Oh nee. Jetzt kannst du wieder. Caution. Mann. Die Frage ist nur, ob er beim. Ja, Alter, was für ein Spacko, Alter, warum ist der so schnell? Ja, ist. Nee. Now I'm angry. Chill! Get out of the cable car now! Mikael, wait, don't! Get out of here! Hurry! Whoops. Oh! Expendable, ne? Ja. Oh, jetzt holt er die Granate. Mikael. Opfer. Aber er war gut. No, the brakes are out. Bremsen sind kaputt. Oh shit, was muss ich tun? Was soll ich tun? Rausspringen oder Notbremse? Ich spring raus. It's useless. Ach, und jetzt fährt Carlos in der Tod. I'll take the rain. Gut, dann hast du ihn jetzt expendable. Also ich wäre für eine Notbremse gewesen. Ich habe dich leider nicht verstanden. So, okay. Wahrscheinlich wären alle für Notbremse gewesen, weil ich jetzt aus dem Fenster gesprungen bin. Clock Tower. Selbstsüchtig aus dem U-Bahn-Fenster gesprungen. Oh Gott. Mikael is back and he's tripled. Okay. Clock T nehme ich mal. Sonst noch was? Jetzt gehen wir erstmal in den Glockenturm und holen Grant. Genau. Der versucht Zombies mit seinem Messer in die Knie zu stecken. Oh yeah, Speicherer. Ach, mal gut, dass wir noch fünf Sparfehler haben, würde ich gerade sagen. Fünf Sprachbänder. Sprachfehler. So, können wir erstmal wieder unsere Kühltasche hier auffüllen. Wir machen natürlich alle klugen Leute. Selbstverständlich. Und alle klugen Leute benutzen ihr letztes Farbband für um noch mal
die letzte Fahrbahn für die nächsten 2 Minuten. Für die nicht letzte Ölung. Living Room. Empty Rooms. Natürlich, wenn wir schon so viele russische Freunde in diesem Spiel haben, muss natürlich auch in der Nähe ein Schachbrett sein. Ja. Ein wenig Fahrt. Oh, scheiße, der Scheiß. Ach Gott. Was war das für ein Geräusch? Wow. Hey, Carlos. Oh. Well, we both managed to survive. Maybe we can start helping each other again. Yeah, it's been rough. But we can rest now. No, we're the only ones left. There's no rest for the wicked. Here's a gift for you. Ja, und weil ich aus dem Zug gesprungen bin, schenkt er mir noch was. Ach. Oh, hier gibt's doch Gefriergranaten. Ja, kannst du mal sehen, ja. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, weil das Spiel an der Stelle schon vorbei war, als du es gespielt hast. Ja, nicht ganz. Die wollte dir eigentlich vorhin auch schon geben, mit den Brandgranaten zusammen. Er hatte bloß vergessen, dass er 2 Hosentaschen hat. Der Gott der Zeit hat ein Loch in seinem Schlüssel.